Ja, guten Abend. Wir wussten, es kommt heute Abend ein hartes Stück Arbeit auf uns zu. Wir wussten, dass Hamburg hochmotiviert sein wird und ein richtig starkes Spiel spielen wird. Das war auch so. Ich glaube, das Spiel heute Abend war hart umkämpft. Beide Mannschaften haben versucht, Druck auszuüben, wenn sie die Chancen hatten. Und es gab viele Gelegenheiten auf beiden Seiten insgesamt. Glaube ich, der Unterschied war, dass unser Unterzahlspiel hat uns am Ende natürlich im Spiel gehalten und auch maßgeblich daran beteiligt, dass wir heute gewinnen konnten. Das Überzahlspiel hat uns ein Tor geschossen und das brauchst du halt im Auswärtsspiel. Besonders gegen eine starke Mannschaft wie Hamburg, die gut hinten drin steht und ja, die natürlich sehr viel Qualität hat. Ich bin sehr froh, dass wir die drei Punkte heute einfahren konnten. In den letzten Spielen in Hamburg waren wir nicht so, das ist kein gutes Pflaster vor uns in letzter Zeit. Und ja, freuen uns über die drei Punkte und wünschen Benno und seiner Mannschaft alles Gute für die nächsten Wochen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kommen. Genau. Danke, Uwe. Guten Abend. Ja, ich denke, von unserer Seite denke ich, dass wir haben sehr gut anfangen. Die erste Drittel war eine unserer besten Drittel. Wir haben viel kreiert, aber eine undisziplinierte Strafe als die erste Tor gebracht. Und dann im zweiten Drittel war ein bisschen zu passiv, wir haben ein bisschen langsam gespielt. Und momentan, die Mannschaft, wenn die Mannschaft geht hinter ein Tor oder zwei Tor, dann die Kopf ist sehr, sehr müde und dann wir verloren unser Selbstvertrauen. Wir haben gesehen, die zweite Drittel war nicht so gut. Denn die dritte, denke ich, wir haben ein bisschen gespielt, aber denke ich, von unserer Seite, wir kreieren genug Torschancen, aber wir schießen kein Tor momentan. Und die andere Mannschaft, sie blockiert viel Schuss von uns. Und uns, heute ist zwei Schuss von blauer Linie, dass unsere Stürmer blockiert und dann das sind zwei Tore. So, denke ich, dass wir müssen diese Tor gegen analysieren und dann, wenn die Spieler und uns fallen, die losen, dann wir können die Sieg erreichen. Aber wir hoffen, dass wir haben Spieler zurück am nächsten Freitag gegen Wolfsburg. Und dann dieses Spiel in Amsterdam ist nicht so schwer für uns am Dienstag. So, wo wir Glück. 1:3 verloren. Das lief 14 Minuten lang ganz gut für euch. Ihr habt geführt, ihr habt diszipliniert gespielt. Ja. Dann wieder ein Tor in Unterzahl. Hat das so ein bisschen was Negatives ausgelöst? Ja, ich glaube, ein Gegentor löst immer was Negatives aus. Wir haben ja, gut gespielt. Im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, das gesamte Spiel, ein ordentliches Spiel gemacht. Das Glück ist im Moment nicht auf unserer Seite. Das müssen wir uns weiterhin erarbeiten, jeden Tag im Training. Und dann werden die Torchancen, die wir heute irgendwie kreiert haben, auch mal reinfallen. Bei den Gegentoren sah es so ein bisschen so aus, als wenn immer ein Kölner sie so ein bisschen auch behindert hat, in der Sicht gestört hat. War das ein taktisches Defizit auch von Ihren Mitspielern in den Momenten? Überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn man die Kölner Mannschaft kennt, weiß man, dass sie ein paar Jungs drin haben, die das besonders gut machen können. Ob das jetzt ein John Trippels oder ein Charlie Stevens, das ist deren Art Eishockey zu spielen, dafür werden sie bezahlt. Und es wäre sicherlich vermessen, da versuchen, den Mann wegzuschieben, weil es ist eine simple Rechnung, 1 plus 1 macht 2, das heißt, ich sehe noch weniger. Man kann das Einzige, was man versuchen kann, ist vorher den Schuss zu blocken, beziehungsweise es gar nicht dazu kommen zu lassen, dass der Schuss kommt. Aber der Puck hatte, glaube ich, heute so Augen und hat irgendwie seinen Weg durchgefunden und ja, schade, aber ist so. Auf dem Papier steht jetzt natürlich ein desaströser Saisonstart, kann man sagen. 0 Punkte, 4 Niederlagen. Würden Sie schon von der Krise sprechen? Ich würde überhaupt nicht von der Krise sprechen. Ich glaube, ihr seid diejenigen, die das Wort immer in den Mund nehmen. Wenn man sich anguckt, wie viele Verletzte wir jetzt die letzten Wochen hatten, muss man, glaube ich, realistisch bleiben. Klar, wir sind die Ersten, die gewinnen wollen. Wir sind die Ersten, die Ansprüche haben, auch mal jetzt hier als Sieger vom Eis zu gehen. Das war sicherlich heute auch drin, aber mein Gott, ich würde das Wort nicht in den Mund nehmen, weil ich schon einiges mehr gesehen habe und das, was wir jetzt haben, ist sicherlich keine Krise.